Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal haben wir die Sonnenuhr benutzt, um in der Zeit zu reisen. Aber anstatt in der Ära Tuscans des Vierten zu landen, sind wir leider nur in der Ära Tuscans des Zweiten herausgekommen. Und die Katze ist immer noch da. Juhu! Und wir haben Gustos geheime Kammer gefunden und einen schönen Zauber gefunden. Und außerdem seinen Almanach, also quasi sein Tagebuch, würde ich mal sagen, in dem er geschrieben hat, dass er vermutlich entführt werden wird von den Alchemisten des Laboratoriums. Das heißt, unser Ziel ist es jetzt erstmal, Gustos zu retten. Und bevor wir das machen, werde ich aber die Stadt noch ein wenig erkunden und vor allem mit diesem Hausmädchen hier, vermute ich mal, reden. Oh, guten Abend, Ritter. Das Zimmer ist fertig. Ach, verzeiht meine Verwirrung. Ihr erinnert mich an meinen verschwundenen Mann. Nein, nicht was ihr glaubt. Das ist... Ihr werdet es verstehen. Eines Tages hat der König von einem seiner Feldzüge eine wundervolle Rüstung mitgebracht. Man erzählt, dass er sie in einer verlorenen Stadt gefunden hätte. So wie ich sie in Erinnerung habe, würde euch die Rüstung wie angegossen passen, in der Form wie auch in den Farben. Nach seiner Rückkehr hat Tuscan der Zweite sie in der Schatzkammer des Parks der Tapferen versteckt. Ja, interessant. Als mein Mann die Rüstung gesehen hat, hat er ständig davon geträumt und hat sich schließlich im Park der Tapferen anwerben lassen. Er hoffte, ihn mit der Rüstung verlassen zu können. Ich habe ihn niemals wiedergesehen. Man sagt, dass er von den drei Köpfen verschlungen wurde. Das Zimmer ist fertig, Ritter. Oh, weia. Ich glaube, ich gehe dann besser mal. Die Folge fängt ja super an. Kaum haben wir das Spiel gestartet, schon weint eine Frau. Na, hast du noch was zu sagen? Das Zimmer ist fertig, Ritter. Dankeschön. No. Naja, lasst uns mal was anderes machen, um auf andere Gedanken zu kommen. Mit den beiden Schlachtköpfen hier haben wir noch nicht geredet. Du bist ein Ritter, nicht wahr? Und du findest das normal, dass es dem König nicht gelingt, Ordnung in seinen Wald zu bringen? Die Räuber werden immer stärker. Ich bin sicher, dass ihr Hauptmann Charon viel intelligenter ist als der König. Eines Tages werden die Räuber die Juwelen aus der neuen Schatzkammer im Park der Tapferen stehlen. Man sagt, dass sie sich schon darauf vorbereiten. Sie werden Tuscan den Zweiten zum Gespött der Leute machen und dann haben wir Bürgerkrieg. Okay. Solange ich nicht damit reingezogen werde, ich will einfach nur noch weiter in die Zukunft reisen. Hör nicht auf Martell, Ritter. Der ist naiv. Tuscan der Zweite hat den Krieg mit dem Kloster beendet. Aber warum? Die Mönche leben jetzt als Einsiedler. Und man sagt auch, dass im Laboratorium Dinge vor sich gehen, die nicht koscher sind. Ich bezweifle, dass der König seine Alchemisten unter Kontrolle hat. Und der Park der Tapferen, da versteckt der König seine Juwelen und alle seine Schätze. Der Pförtner Sinekal ist stark. Seine Waffen sind furchteinflößend. Ich habe Angst, dass sich eines Tages die Männer des Parks der Tapferen gegen den König stellen werden. Da sind ja einige Ängste hier unterwegs. Ich glaube, den Leuten fehlt so ein richtiges Feindbild. Vor allem, also jetzt nachdem der Krieg gegen das Kloster vorbei ist, sind sie wohl so ein bisschen ziellos. Habe ich da gerade was gesehen? Ich dachte, da wäre irgendwas auf dem Baldachin gewesen. Aber nun gut. Wir werden mal gucken, was sich hier noch so tun lässt. Ich werde erstmal die Teile der Stadt erkunden, die wir schon kennen. Und danach gehe ich dann in den neuen Teil. Also erstmal Riss Historical. Unsere Festung wurde vom König dem Tuscan. Unsere Festung wurde von König Tuscan im Ersten beim Architekten Bolduc bestellt. Im Laufe der Jahre war unsere Festung Mittelpunkt des legendären Krieges gegen das Kloster. Die Festung ist jetzt die Residenz des Königs Tuscan im Zweiten. Der König wünscht, dass die Festung in aller Welt zum Wahrzeichen von Torras wird. Na, kann ich da jetzt eigentlich auch so reingehen? Nö, das ist immer noch zu. Das ist natürlich nicht so toll. Oh, da ist ein... Hey, ist das nicht der Schuhmacher? Reden wir gleich mal mit dem. Vielleicht hat er noch ein Rennen für uns. Schauen wir mal. Ich gucke mich hier gerade nochmal nach Bienenstöcken um, denn ihr erinnert euch, dass wir noch ein paar finden müssen. Aber das sieht gerade nicht so aus, als wäre hier ein Arena mit dem Kerl hier. Willkommen in Torras, edler Willi!
Das ist doch der Sohn vom Schuhmacher. Gefühl, wir haben uns schon mal irgendwo gesehen. Naja, egal. Darf ich mich euch vorstellen? Mein Name ist Willi. Ich bin der Schuhmacher der Stadt. Ich arbeite seit Jahren daran, die besten Stiefel herzustellen, die je geschustert wurden. Aber ich brauche eure Hilfe, um meine Forschungen zu finanzieren und um die Stiefel zu testen. Wenn ihr mir 125 Plastiks gebt, könnt ihr meine Stiefel in einem Rennen tragen. Und wenn ihr dieses Rennen gegen die Zeit gewinnt, werdet ihr eine Belohnung erhalten. Möchtet ihr das Rennen laufen? Ja, natürlich. Also ich nehme mal an, dein Papa ist mittlerweile gestorben, ne? Dies sind die Regeln. Ja, die Regeln kennen wir doch schon. Auf mein Zeichen hin müsst ihr der Route... Und du setzt jetzt dein Werk fort. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist zwar jetzt noch teurer als in der ersten Epoche, aber... Fertig, los! Das ist egal, dafür kriegen wir ja eine Belohnung, die sicher sehr nett sein wird. So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, damit ich es direkt beim ersten Mal schaffe. Bom, 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 ist bisher nichts besonders... Ah! Ich wollte gerade sagen, ist bisher nichts besonders Spektakuläres. Und dann... Ach, jetzt verpasse ich schon wieder eine Fackel. Schnell, Hype, schnell! Du willst das Rennen doch schaffen. Du willst doch nicht schlecht darstellen, oder? Los, los, los! Einmal um die Röhre rum. Na, komm schon. Da, 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 da. Links oder rechts? Da, okay. Oh, komm, schaffen wir das. Ah, anscheinend wieder zurück zur Festung. Und die Zeit läuft uns weg. Schnell, halb, schnell. Oh, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Sehr gut. Was kriegen wir denn Schönes? Der Schuhmacher Jamesons Sohn dankt dir und bietet dir einen herrlichen handgemachten Geldbeutel. Du kannst von jetzt an bis zu 500 Plastiks bei dir tragen. Das ist sehr nützlich. Also dieses Upgrade ist wirklich etwas, was wir sehr gut gebrauchen können. Gut gemacht, Ritter. Ihr habt euch die Belohnung verdient. Aber ich bin immer noch nicht zufrieden mit den Stiefeln. Ach, ich weiß, dass ich sie noch verbessern kann. Glaubt mir, Ritter, eines Tages werden diese Stiefel unglaublich sein. Unbesiegbar. Einzigartig. Tja, wenn ihr es wünscht, könnt ihr das Rennen erneut laufen. Nein. Nicht? Na gut, ich werde die ganze Nacht hier... Also das werde ich eventuell mal in Anspruch nehmen, denn wenn wir dieses Rennen nochmal machen, müssten wir Geld kriegen. Was natürlich sehr praktisch ist, wenn wir demnächst dann ein paar Sachen kaufen wollen. Aber nun gut, ich gehe erstmal noch den restlichen Teil der Stadt ab. Wir werden ja sicherlich auch noch so Geld finden. Was hast du denn zu sagen? Ich habe genug. Wirklich genug, verstehst du? Nö. Man kann keinen Fuß in diese Stadt setzen, ohne von Bienen belästigt zu werden. Und die Alchemisten im Labor tun nichts dagegen. Vielleicht sollte man Bustus ihren Gefangenen fragen. Ich bin sicher, er könnte die Bienen für uns loswerden. Sieh, Ritter, ich habe Angst vor Bienen. Es wäre toll, wenn jemand ihre Nester zerstören würde. Ich würde es ja selbst tun, aber ich habe zu viel Angst. Och Mann, aber Bienen sind doch eigentlich vollkommen harmlos. Und sie machen leckeren, leckeren Honig. Also, ich verstehe dein Problem nicht. Aber nun gut, wir wollen ihm mal helfen, denn für uns springt ja auch eine kleine Belohnung dabei raus. Da ist schon das nächste Nest. Das ist sehr schön. Und ich gucke mal, was wir hier so noch Interessantes finden. Ich habe gesehen, da war eine Öffnung. Hopp. Na, hier kann ich die Kamera nicht bedienen. Hallo? Ich möchte die Kamera bitte ändern. Geht doch. Es ist unglaublich. Ich darf hier vorne einfach nicht gucken. Okay. Hopp. Ach, verdammt. Ich wollte auch noch gucken, ob ich da oben reinspringen kann. Denn da ist so eine Öffnung. Wobei, nee, von da aus schaffe ich das niemals, oder? Moment, ich probiere es einmal noch aus. Und dann werde ich aber auch aufgeben. Nur einmal wegen der Kamera und zum anderen. Weil das bestimmt nicht funktioniert. Nee, es funktioniert nicht. Okay. Dann können wir ja guter Dinge... woanders hingehen und die weiteren Bienennester suchen. Wie viel haben wir jetzt überhaupt? Haben wir jetzt 6 schon und müssen noch 4 finden? Ach, egal. Das wird sich zeigen. Wir werden garantiert alle finden. Ich bin sehr guter Dinge, was das betrifft. Wir gehen erstmal wieder zum Start zurück und klettern die Kisten da hoch, um zu diesem kleinen, ja, Geheimgang mehr oder weniger zu kommen. Und schauen wir mal, was uns da erwartet. Huch.
Vielleicht ist ja auch die Kiste noch da oder wieder da und mit irgendwas drin, zum Beispiel noch ein paar roten Tränken oder ein bisschen Gold oder so. Könnte ich alles gut gebrauchen. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ist hier irgendwie noch ein Bienennest? Nö. Na gut. Dann rennen wir mal weiter. Dumm. Hier ist überall nichts. Okay. Ja, das dauert jetzt wieder ein bisschen länger hier durch diese Stadt zu gehen, eben weil ich diese Bienennester haben möchte. Aber ihr wisst ja, dass es sich lohnt, dass wir dafür eine Belohnung kriegen. Und sobald wir die haben, kann ich ja auch ordentlich mit der Story fortfahren. Dann wird das nicht mehr so langwierig hier. Hier noch irgendwas? Scheint nicht der Fall zu sein. Na gut. Los, rede mit uns. Sieh mal. Wo wohne ich doch noch? So was. Ein fremder Ritter. Ihr haltet mich für verrückt? Beurteilt mich nicht falsch. Ich arbeite für Ragot, den Leiter der Alchemisten im Labor. Und jetzt habe ich seltsame Visionen. Ich sollte Pflanzen sammeln im Wald für Ragot. Dann habe ich die Pflanzen zu Ragot in sein Labor gebracht. Da geht was Merkwürdiges vor. Ich bedauere die Gefangenen, besonders den, den sie Gustus nennen. Im Labor ist es Gustus, den sie am meisten fragen. Es ist zum Verrücktwerden. Also wirklich verrückt würde ich dich jetzt nicht einschätzen. Eher, dass du zu viele Drogen genommen hast. Also ich will ja gar nicht so genau wissen, was da im Laborat hergestellt wird. Das klingt irgendwie nicht so gut. Aber na gut. Ich werde jetzt erstmal Richtung Park der Tapferen gehen. Noch nicht da rein, aber in die Richtung geht es eben hier lang. Da sind wir auch gerade schon während des Rennens entlang gelaufen. Und da ist nämlich ein Bienenstock. Sehr gut. Die suche ich nämlich. Gut, ich benutze auch die richtigen Bolzen dafür. Ich muss dann nur daran denken, dass ich sie umstelle, wenn ich gegen Gegner kämpfe. Und da ist noch einer. Sehr gut. Ja, bumm. 7 von 10. Okay, das heißt, 3 brauchen wir noch. Ich hoffe, die sind beim Laboratorium. Ich guck mal eben. Oder auch nicht. Ich kann nicht nach oben gucken. Ich dachte, vielleicht unter dem Baldachin. Kann ich da eigentlich rein? Ja, ich kann schon da reingehen. Aber das möchte ich mir jetzt noch nicht angucken. Das machen wir später. Na? Lad schneller, Spiel. Schneller. Park der tapferen Eratas ganzes Zweiten. Nö. Ich geh wieder. Tschüss. Los, lad schneller. Ach, diesmal geht's wirklich schneller. Was irgendwie seltsam ist, weil das hier ein viel größeres Gebiet ist. Aber nun gut. Nochmal genau umgucken. Da ist bestimmt irgendwas drunter. Ich kann es bloß nicht sehen. Nun gut, dann gehen wir mal wieder zurück und diesmal in Richtung des Laboratoriums. Und dann schauen wir mal, ob wir da die restlichen Bienennester finden. Ich fürchte, dass ich irgendwo was übersehen habe. Also eins ist auf jeden Fall, das habe ich schon gesehen. Ist hier noch irgendwas? Nein. Da ist noch einer. Warum habe ich den vorher nicht gesehen? Da bin ich doch schon vorbeigelaufen. So, 2 brauchen wir noch. 1 ist auf jeden Fall da oben. Hängt an dem an dem Rohr. Sah im ersten Moment aus wie so ein Galgen. So, das heißt, ein Nest brauchen wir noch. Was hast du uns denn zu sagen? Ihr müsst leise sein, Ritter. Ich erkenne euch. Ihr seid derjenige, der das königliche Juwel gestohlen hat. Euer Gesicht ist auf einem Steckbrief zu sehen. Ich glaube, ich weiß, was ihr hier sucht. Euren Freund, den Alchemisten, Gustus. Woher ich das weiß? Na, wenn ich mir 20 Plastiks gebe, erzähle ich euch alles, was ich über euren Freund weiß. Das klingt eigentlich nach einem guten Geschäft und 20 Plastiks sind jetzt nicht so viel. Danke. Euer Freund wird von Ragot, dem mächtigsten Zauberer der Stadt, festgehalten. Er ist im großen Laboratorium. Ich weiß das, weil ich dort arbeite.
Ragot hält sich immer in seiner Nähe auf. Er ist scharf darauf, ihm seine Geheimnisse zu entreißen. Besonders die über euch. Aha. Möchtet ihr in das Laboratorium gelangen? Es ist ganz einfach. Folgt nur den Rohren. Guten Abend, Ritter. Oh, guten Abend. Och, das war die 20 Plastiks auf jeden Fall wert. Mehr oder weniger. Hier ist ein Rohr. Kann ich da hochklettern? Anscheinend nicht. Und da ist ein kleines Mädchen. Und hier gibt es ein kleines Easter Egg. Na komm. Ihr seht, die steht auf Fässern. Wenn wir jetzt auf die Fässer schießen, passiert Folgendes. Auf Wiedersehen. Viel Spaß mit deinem Weltraumflug. Tja, die ist erstmal weg. Aber mir fehlt ein... Ah, da kann ich sogar rein. Mir fehlt ein Bienennest. Das würde ich gerne noch finden. Möglichst noch in dieser Folge, damit ich dann das hinter mir habe. Also hier werden keine mehr sein. Hier geht's ja ins Labor rein. Das Laboratorium Eratascans des Dritten. Ja, das gucken wir uns auch später an. Ich will nur mal schauen, was hier in den Fässern drin ist. Und mich selber damit in die Luft sprengen. Vielleicht können wir auch einen Weltraumflug machen. Rote Bolzen. Wie viel habe ich davon jetzt eigentlich? 13, ach ja. Es wird doch so langsam. Ich glaube, von den roten Bolzen können wir aber nur 20 mit uns herumtragen, denn das Upgrade haben wir ja nur für die Standardbolzen bekommen. Aber nun gut. Jetzt will ich mich nochmal genau umgucken und das Bienennest finden. Denn das muss ja hier irgendwo sein. Sehr interessant, sehr mysteriös, aber nichts, was irgendwie nach einem Bienennest aussieht. Oh, vielleicht sollten wir uns einen Bär dressieren. Der kann dann hier schnüffeln und das Bienennest suchen. Ich weiß auch leider nicht, in welcher Gegend ich suchen muss. Das heißt, mir bleibt jetzt gerade wirklich nur übrig, einmal durch jede Gasse zu laufen und mir anzugucken, ob da irgendwo was hängt. Sieht alles nicht so gut aus. Und vielleicht da, so wenn ich hier in der Seite gucke. Nee, da auch nicht. Das ist blöd. Das ist jetzt... Da! Warum habe ich das nicht gesehen? Na gut, dann bin ich mal gespannt, was wir bekommen für ein Upgrade. Ich vermute mal für die roten Bolzen. Jawohl, für die roten Bolzen, okay. Das ist natürlich sehr schön, dann können wir davon auch 40 tragen. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur noch zur Festung gelangen. Ich wollte schon sagen zum Schloss, aber ein wirkliches Schloss ist das ja nicht. Und ich finde es auch interessant, dass es im Englischen eigentlich nicht so wirklich Unterscheidungen gibt dafür. Das ist alles ein Castle. Egal ob jetzt eine Burg oder ein Schloss. Du hast gerade dein großes Talent als Bogenschütze demonstriert. Daher kannst du von jetzt an bis zu 40 moderne Pfeile bei dir tragen. Man merkt ja irgendwie so, dass es im Englischen nicht... Wobei, im Englischen gibt es eigentlich einiges an Schlössern in England, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, so im europäischen Hauptland gab es ja viele Burgen und Schlösser und so. Und da merkt man, dass sich das auch im Sprachgebrauch niedergeschlagen hat, die Unterschiede. So, Burg, Festung, Schloss, und hast du nicht gesehen? Also eigentlich... Hätte ich ja noch Lust zu spielen, aber im Grunde habe ich 20 Minuten gespielt. Kann ich noch irgendwas Kurzes machen? Ich glaube nicht, oder? Viel Geld habe ich. Wisst ihr was, zum Abschluss mache ich noch einmal das Rennen und hole mir noch ein paar Plastiks. Und danach werde ich dann die Folge beenden. Wo ist er denn? Da ist doch der Schuhmacher Willi. Hi, wie geht's dir? Ja, du musst mir nicht jedes Mal die Regeln erklären, die kenne ich doch schon. Lass mich einfach das Rennen machen. Auf die Plätze, fertig, los! Ich hoffe, dass wir es diesmal auch schaffen und ich nicht die gleichen Fehler wie beim letzten Mal mache und die Fackeln verpasse. Aber jetzt bin ich ja darauf vorbereitet. Ich muss nur daran denken im richtigen Moment. Okay, und jetzt hier nach links. Sehr gut. Möglichst alle Fackeln treffen. Lieber mal zwischendurch stehen bleiben und die Richtung ein wenig justieren, anstatt dann sich komplett umdrehen zu müssen, um die Fackel zu finden. Aber wie gesagt, man kann hier eben nicht rückwärts laufen mit diesen Schuhen. Aber dafür ist man um einiges schneller und ich muss auch nicht die Sprinten-Taste gedrückt halten, sondern er läuft im normalen Tempo so. Und wenn ich die Sprinten-Taste drücke, dann
wird er trotzdem nicht schneller, von daher bringt das gar nichts. Wir können auch nicht kämpfen oder so in diesem Modus. Von daher, ich glaube, ich sage sehr gern von daher, oder? Kann das sein? Ah, Ritter, für euch kostet es nichts. Danke. Ihr könnt das Rennen umsonst erneut laufen. Ach ja, dies komm, noch einmal, bla bla bla. Für uns kostet es nichts und wir kriegen trotzdem Geld. Das heißt, theoretisch können wir jetzt das Ganze wieder auf 500 viel Glück, Ritter. Dings aufstocken. Auf die Plätze. Auf 500 Plastiks. Fertig, los. So, einmal noch. Dann soll es aber auch genug sein. Dann habe ich genug gespielt für diese Folge. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt, ach Mann, warum macht ihr das blöde Rennen? Das haben wir doch schon mal gesehen. Das ist voll stinklangweilig. Aber wisst ihr was? Das ist mein Let's Play und ich mache das, was mir Spaß macht. Und ich spiele einfach so, wie ich normalerweise auch spielen würde, wenn ich kein Let's Play davon mache. Also manchmal mache ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr Blödsinn oder erforsche noch genauer die ganzen Winkel, aber im Grunde spiele ich während meiner Let's Plays so, wie ich halt auch privat spielen würde. Ich finde, das ist auch das Beste, wenn man sich beim Let's Playen verstellt. Weiß nicht. Ich finde, das merkt man irgendwann, wenn man sich verstellt. Und es macht einfach dann nicht so viel Spaß zuzuschauen, weil es dann nicht so authentisch ist. Und ja, ich laufe jetzt einfach nochmal. Weil es dann einfach nicht so authentisch ist. Und ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht, wenn Leute so gestellt wirken. Es gibt dann auch einige YouTube-Kanäle, wo man das merkt. Also zum Beispiel, wie heißt er denn? Lindsay Sterling? Habt ihr bestimmt schon mal von gehört oder gesehen? Eine Geigenspielerin, die einiges auf YouTube macht und auch auf Touren geht mittlerweile. Hat ziemlich viele Abonnenten. Und an sich, also ich mag so Geigenmusik. Ich mag auch, was sie macht, aber ich kann mit ihrer Art nicht so viel anfangen, weil ich finde, das wirkt unglaublich seltsam, wie sie dann dazu tanzt und diese Bewegung, die sie macht. Und das ist wirklich nicht mein Fall. Also es kann sein, dass sie natürlich wirklich so ist, das weiß ich nicht, aber es wirkt halt für mich nicht so. Deswegen kann ich damit nicht so viel anfangen. Das hat nicht so viel mit Let's Plays zu tun, aber egal. So, das war jetzt aber auch oft genug. Bla bla bla. Für uns kostet es nichts. Ich frage mich, wie viel Geld wir jetzt haben. Haben wir so 20 Plastiks pro Rennen oder 50? Wir haben 500? Wie viel kriegen wir denn pro Rennen? Das würde ich jetzt echt gerne wissen. Aber gut, 500 Plastiks, das ist doch mal was. Also ist das eine sehr gute Möglichkeit, sein Geld aufzustocken. Das ist doch eine sehr, sehr schöne Bilanz jetzt für das Ende des Videos. Deshalb gehe ich mal eben hoch in mein Zimmer, das ich kostenlos kriege. Und da ist sogar eine Frau, die auf mich wartet. Aber tut mir leid, ich habe schon eine Verlobte. Wobei, sie würde natürlich nichts davon mitbekommen, weil ich in der Vergangenheit bin und sie noch nicht mal geboren ist. Aber nee, ich glaube, hier gibt es auch nicht so viel Verhütung und wir könnten die Zeitgeschichte zu sehr verändern. Und außerdem will ich nicht mit dem schlechten Gewissen leben. Von daher beende ich die Folge jetzt in dem anderen Zimmer, da wo keine Frau steht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und na, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. In der nächsten Folge geht es dann auch mit der Story ein bisschen weiter. Denn wir haben Torras jetzt zu Genüge erforscht und das gemacht, was ich machen wollte. Und ja, macht's gut und bis dann.